Hallo Leute, willkommen zu meiner Folge von Rocket League. Heute im Video geben wir mal wieder sinnlos Geld aus, denn im Shop kann man sich jetzt Jasers Garage holen. Das ist ein ehemaliger Profi, jetzt Content Creator. Das hatten wir ja schon mal bei manchen YouTubern, dass hier so eine Garage zusammengestellt wurde. Das heißt, ein YouTuber hat so ein paar Lieblingsautos zusammengestellt und da konnte man sich dann so ein ganzes Set kaufen. Und ja, es ist halt Geldverschwendung, weil Dominus spiele ich nicht. Es ist zwar nett, den in Grau zu haben, aber den spiele ich nicht. Frost in Schwarz hingegen ist stabil, kann man sich angucken. Sternreifen sagen mir gar nichts, ehrlich gesagt. Sternreifen in Schwarz. Dominus Tsuji haben hier klassisch in Schwarz. Auch nicht schlecht. Standard in Schwarz ist auch nicht schlecht. Aber komm, wir gönnen uns das einfach mal. Und ich pack den ganzen Shit an. So. Damit werden wir jetzt ein bisschen spielen. Sieht auf jeden Fall clean aus. Ich glaube, wenn du Dominus-Spieler bist, ist das schon ein sehr, sehr stabiles Design auf jeden Fall. Wenn ihr euch das auch holt, wisst ihr ja Bescheid. Creator-Code BADOYT. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Abo da lassen. Macht das, wie ihr wollt. Gestern kam ja ein Video zu Rocket League Sideswipe. Da haben wir mal wieder ein bisschen gehatet. Weil das Spiel, also das Handyspiel von Rocket League, ist nicht da, wo wir das gerne hätten, wo ich das gerne hätte. Aber gut, spielen wir ein bisschen mit dem Dominus. Achten wir mal ein bisschen auf den Boost. Achten wir ein bisschen auf die Torexplosion. Gewinnen vielleicht ein bisschen. Nice. Und wir sterben. Wow. Sehr gut. Wenn man nichts gemacht. Wir haben viermal den Ball berührt. Gut, wir spielen erst 40 Sekunden. 50 Sekunden. Ich will den Wagen schon richtig vorstellen. Ja, generell Dominus. Können mal bitte Leute Kommentare schreiben, was ihr Main-Auto ist oder was ihr Main-Auto war, als sie noch gespielt haben. Viele Leute gucken ja die Videos, aber spielen das Spiel gar nicht mehr. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Main-Auto ist oder war. Würde mich interessieren. Ich denke aber, die meisten spielen schon Octane, Fenix, Dingo, sowas halt, oder? Kommt gut. Der kommt gut. Okay. War ein bisschen assi von mir. Ich habe jetzt im Grunde eine Vorlage und ein Safe geklaut. Weil er hätten ja auch einfach direkt hieten können. Das war nicht so richtig. Wäre ich in den Schuhen meines Teammates, hätte ich mich jetzt aufgeregt ein bisschen, dass ich da rangegangen, dass er da rangegangen ist. So. Immerhin, der Touch war okay. War jetzt nicht schön, aber... Okay. Gegner sehr unbeholfen. Beide auf einer Stelle. Da habe ich jetzt vertraut, weil der Teammate war bis jetzt sehr solide. Da habe ich jetzt vertraut, dass er ihn in die Mitte kriegt da. Aber er hat ihn leider gewifft. Ja, da musst du aber eigentlich hoffen, dass der Teammate ihn kriegt. So. Stark. 1, ja, das haben wir. Guter Teammate. Ich glaube, ich mache mit dem gleich noch mehr Spiele, weil der... Der macht offensiv alles. Ich habe noch kein Tor gemacht. Schade. Was macht er? Trägt ihn zur Seite. Trägt uns nichts. So, der kommt nochmal in die Mitte. Dann ramme ich kurz. Und der macht den. Der macht. Der Safe war gut. Der Ramm war noch wichtig. Komm ich noch dran? Oh, Teammate kommt da dran. Let's go. Stark. Sehr gut. Erste Game mit dem Jaser Auto. Haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen. Der schwarze Boost ist in Ordnung. Gefällt mir bis jetzt am besten, aber ich habe die Torexplosion ja auch noch nicht gesehen. So. Oh, hätte ich den nochmal gehittet, das wäre ein schönes Tor gewesen. Guter Pass. Hatte gut mitgedacht. Geht. Der geht. Der stand jetzt einfach zu offensiv und das war direkt bestraft. Guter Pass. Ich glaube, mein Team hat den gepasst, oder? War das nicht so? Ja, zählt für mich als Pass. Instant Punish. Let's go. Ach, das erste Tor. Schwarz. Frost in Schwarz ist okay. Aber ich finde, es sieht so schmutzig aus. Darf ich das sagen? Ich habe lange Frost in Gelb gespielt. Also, wenn irgendein Schnee Schmutz ist, dann ist doch der gelbe Schnee. Und nicht der... Wobei, schwarzer Schnee ist genauso Schmutz. Was ist schlimmer? Gelber oder schwarzer Schnee? Ich finde es gleich schlimm. Alles gut gemacht. Hat gut gemacht. Ich habe jetzt oben zugemacht, damit er mich nicht überspielen kann. Und er hat ihn dann low gespielt und dann noch reingepinscht, oder? Ja. Ja, war jetzt kein Pinch. Guter Pass. Da habe ich jetzt nicht viel gemacht. Aber ich sag's dazu, welchen Diamond-Spiel hätte ich nicht gemacht, weil guck mal da, da sehe ich die Chance und sprinte instant nach vorne. Auf Diamond-Niveau hätte ich noch mehr gelauert in der Mitte und dann wäre der Ball am Tor vorbeigerollt. Ich sag's nur. Schön.
Das hat jetzt ausnahmsweise mal geklappt. Team, warum gehst du zum Boost? Warum gehst du zum Boost? Warum? Klappt es? Ah, es klappt nicht. Schade, ich dachte, er geht. Wenn nicht, zumindest ist die sicherere Variante. Ach, come on, zweimal Latze. Guter Bump. Warum geht er wieder zum Boost? Die sind genau vorm Tor. Ha! Jetzt haben die sich gegenseitig weg. Komm, Team. Oh, ja, ja. Ja, let's go. Huch. Was war das denn jetzt? Wenn die Gegner denken, die sind unlucky, wir haben dreimal die Latte getroffen in diesem Spiel. Die haben jetzt einmal Unlucky-Moment gehabt. Ich will es nur reinwerfen. What was that? Aber war auch ein gutes Spiel. Wir haben jetzt 2 von 2 gute Spiele. Ich glaube, wir sind aber trotzdem nicht wieder Liga 3. Ich hatte eine kleine Mist-Session, kann man nicht anders sagen, wo wir wirklich verloren haben, wo ich auch wieder ein bisschen geraged habe über Teammates. Nice, Gegner committed falsch. Nimmt den Boost nicht mit. Teammates hat den Let's go. Weil er ein großer Beyblade-Fan ist. Oh, der Bump war schön. Vorne gehalten. Schön. Auch jetzt hier wieder, ich sag's nochmal, auf Diamond-Niveau, als ich da noch war, wäre ich jetzt nach hinten gegangen. Aber ich sehe, der geht nach vorne, geht aber nicht rein, weil der kriegt nicht genug Power drauf. Ich springe noch mit rein. Oh Gott. Gerade wenn ihr jetzt in Diamond hängt. Wenn ihr in Diamond hängt und ihr fragt euch, warum kann ich nicht aufsteigen, ist einfach wirklich der Mut zu pushen. Wieso ist mein Teammate wieder beim Boost? Dafür war der jetzt schön. Ne, dann geh auch hin. Das habe ich jetzt geschockt. Wenn er reingeht, ist mein Fehler. Ich wollte einen Overcommitten erfaken, da, in den ich nicht rangehe. Ich habe ihn aber leicht getouched trotzdem. Das war einfach. Aber wenn ich jetzt sage, letzte Game. Dann räume ich weg. Ah, er ist gesprungen. Leckerer Mittelboost ist wichtiger. So. Oh. Nice. Das tut weh als Verteidiger. Tipp übrigens, ganz, ganz wichtig, wenn ihr den Ball so verteidigt, das könnt ihr machen, aber ihr wollt den Ball immer übers Tor verteidigen, wenn ihr sowas macht. Ihr wollt ihn nie so machen, dass der genau am Tor vorbeifliegt. Ihr wollt den, wenn es geht, immer hoch übers Tor spielen. Schön, den direkt zu machen. Da komme ich gerade so dran oder er ist vor mir da. Ja, es ist ein Sorry-Moment. Oh, der ist schön. Die choken da ein bisschen. Ich raum die mal weg. Doppelt. Ah, schade. So. Knapp. Lustigerweise, ohne Zerstörung wäre ich nur dran gekommen. Wisst ihr was? Lass uns das mal auf dieser Note beenden. Warum muss ein Video immer mit einem Sieg enden? Lass uns mal auf dieser Note das Video beenden. Einfach mal gucken, wie sich das anfühlt am Ende. Wir sehen es dann ja im Schnitt. Einfach mal gucken, was das so für ein Feeling erweckt. Generell das Bundle, die Garage, ist schon gut. Ich weiß nicht, ob das 2000 wert ist. Aber kann man machen auf jeden Fall. Gut, Leute. Dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin und ciao.